Und willkommen bei einem Zwischenruf des St. Pauli Pop-Pop-Pop-Pop-Podcasts am Donnerstag. Am Donnerstag, den 22. Januar. Ich sitze hier in meiner Küche und überlege gerade mit Markus und Willi, wann wir den nächsten Podcast aufnehmen wollen. Und wir hatten so den Donnerstag nächste Woche in Betracht gezogen und ich habe überlegt, Mensch, ich melde mich mal mit einem Zwischenruf und erzähle euch mal, was mir so für Gedanken durch den Kopf gehen, denn wir planen gerade das Thema. Wir wollen ja experimentieren mit unserem Podcast und habt ihr ja schon gemerkt, also die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes werden es gemerkt haben, ich habe auch schon Feedback bekommen, wir experimentieren mit dem Thema Popkultur, mit dem Thema Musik. Wir wollen sehr gerne regelmäßig auch Musik in diesem Podcast spielen, uns mehr mit dem Thema Popkultur beim FC St. Pauli im Stadtteil St. Pauli und was das sozusagen für unser Leben bedeutet hat und was sozusagen unsere Fanschaft und unsere Mitgliedschaft vor allem zu diesem Verein eigentlich mit dem Thema Popkultur zu tun hat. Ich finde eine ganze Menge, wenn man sich alleine anguckt, was um unseren Verein herum passiert, also das ganze Thema Millantor Gallery, Reeperbahn Festival oder aber auch Viva la Berni, wo Künstler wie Fettes Brot und Konsorten mittendrin sind in der Gentrifizierung. Mir persönlich ist noch nicht ganz klar, in welcher Rolle. Also sind das sozusagen coole Investoren, verkappte Gentrifizierer oder was ist da eigentlich los? Das sind so Sachen, die ich gerne in Zukunft nochmal thematisieren würde. Also Viva la Berni wird garantiert nochmal ein Schwerpunktthema in diesem Frühjahr werden. Und für den nächsten Donnerstag haben wir uns das Thema Geld rausgesucht. Das Thema Geld vielleicht auch im Bezug auf die Entwicklung, die unser Verein genommen hat in den letzten 17 Jahren, in denen er quasi von HSV-esker Pleitigkeit getrieben zu einem sehr, sehr soliden mittelständischen Wirtschaftsunternehmen wurde. Und was das bedeutet, was das mit uns gemacht hat, was das mit diesem Verein macht, was man an dem Verein noch machen muss, damit vielleicht Gelder auch mal ausgegeben und nicht nur eingenommen werden, was das Ganze für das Thema Investition bedeutet, das würde ich gerne diskutieren. Das hängt nicht nur zusammen mit beispielsweise dem Geld, das die AFM verwaltet, wo aus meiner Sicht immer noch zu wenig darüber diskutiert wird, wofür man das alles Schönes verwenden könnte. Wir wollen auch über andere Themen sprechen und haben deswegen uns ein Filmzitat als Titel genommen. Das Filmzitat ist: Gelder sind vorhanden. Das ist jetzt keine Anspielung an Bernd von Geldern, obwohl ehrlich gesagt er eine neuralgische Schlüsselposition hat. Der Mann, der für das Merchandising beim FC St. Pauli zuständig ist, wahrscheinlich das margenträchtigste, also die margenträchtigste Einnahmequelle, die auch vor allem ganz, ganz nah an der Marke ist, um mal irgendwie mit dem Buzzword zu reden. Dagegen kann man herrlich planen, wenn man, sage ich mal, den sportlichen Erfolg als Risikofaktor nimmt, dann werden aber Totenkopf-T-Shirts auf der ganzen Welt immer mehr verkauft.
Also das ist auch ein Bereich, bei dem es sozusagen Geldern sind vorhanden. Heißt, in diesem Podcast am Donnerstag, Willi und Markus habe ich gebeten, ihre eigenen Themen mitzubringen. Beim Kollegen Markus weiß ich jetzt schon, wir werden über die dritte Liga sprechen, aber auch ein extrem spannendes Thema, wie der Wahnsinn, der sozusagen bei den TV-Geldern in Großbritannien anfing und sich sozusagen durch Europa und um die Welt fräst, was das für Auswirkungen hat bis in unsere Liga hinein oder auch in die dritte Liga, wo beispielsweise beim KFC Uerdingen ehemalige Kiezkicker spielen, die bestimmt auch für die dritte Liga echte Großverdiener sind, wie Daube und Littka. Sportlich gesehen für die natürlich extrem cool, dass es dort einen Verein gibt, der sich sie A leisten kann und B sich freut, dass er so gute Fußballer kriegt, um dann sozusagen über den kurzfristigen persönlichen Abstieg in die dritte Liga dann vielleicht doch in die zweite aufzusteigen. Also es hat auch nicht nur Nachteile. Da würde ich gerne mit Markus drüber diskutieren. Ich weiß, dass er das Thema mitbringt. Die Transferperiode läuft auch noch. Das heißt, also da haben wir wahrscheinlich auch noch viel zu spekulieren. Ich habe gestern war ich am Millerntor Mittagessen und habe auf dem Weg dahin Oke getroffen. Der meinte, es gibt ihm hervorragend. Er wartet jetzt nur noch mal, bis die Transferperiode durch ist. Dann hat er erstmal ein bisschen Ruhe. Und wenn die ersten Spiele auch gut aussehen, dann ist er sehr, sehr gut gelaunt. Da kann man schon sehen, wie diese Transfergeschichten immer fiebriger werden. Und selbstverständlich in einem Markt, wo preiswerte Spieler Mangelware sind, nicht nur der FC St. Pauli permanent Optionen checken muss, sondern auch andere Vereine, größere Vereine, attraktive Vereine permanent an dem Kader rumzerren. Das könnte ein Thema werden. Vielleicht können wir ja vielleicht noch das eine oder andere, den einen oder anderen O-Ton sehen und hören. Übrigens kommt, wenn ihr es nicht schon mitbekommen habt, das Zitat "Gelder sind vorhanden" aus dem Film von Detlef Buck "Wir können auch anders". Und dieser Film ist mir ganz besonders und in persönlicher Form in Erinnerung, denn mein Nachbar Ernst hat das Drehbuch dazu geschrieben. Und als wir uns vor 20 Jahren, als ich hier eingezogen bin, kennengelernt haben, haben wir uns im Hinterhof getroffen und ich habe gesagt, was machst du denn? Und er meinte, ja, ich mal Bilder und ich schreibe Drehbücher. Und dann meinte ich, ja, was denn für eins? Ja, mal da, kennst du bestimmt nicht. Ich habe das Drehbuch zu Wir können auch anders geschrieben. Einer der fantastischsten, wahrscheinlich der beste Detlef Buck-Film, den es gibt. Unter anderem, meine ich, auch wegen der Dialoge und des Drehbuchs von Ernst. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, bis wir uns dann zu den Podcasts weiter wieder hören. Wenn ihr mögt, werde ich ab und an nochmal Trailer, Bonusstücke etc. hier reinposten, denn ich bin ehrlich gesagt echt addicted. Also das Bloggen mit Stimme hat mich tatsächlich so ein bisschen ergriffen, lässt mich nicht los. Und wenn ihr nicht genug habt, dann mache ich das ab und an nochmal. Ich habe zum Beispiel auch Lust, mal eine Geschichte aus St. Pauli zu erzählen. Vielleicht denke ich mir diese Geschichte aus komplett aus. Wer mich ein bisschen kennt oder verfolgt im Internet, der weiß, dass ich außer dem FC St. Pauli noch eine andere große Liebe habe. Und das ist das Bloggen, das literarische Bloggen. Und da gibt es eine Technik, die heißt Écriture Automatique. Das heißt also das freie assoziative Schreiben und das mit dem Stadtteil zu verbinden. Vielleicht probiere ich das mal. Also wenn ihr Lust habt, dann bleibt sozusagen mir gewogen, bleibt abonniert. Wenn ihr das hier das erste Mal hört oder das zweite Mal, würde ich mich sehr, sehr freuen über eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify oder wo man uns auch immer noch findet unter stpaulinu.de bei Podigy. stpauli.podigy.io. Ihr könnt uns abonnieren auf Android, auf iTunes. Oh, was es da alles gibt, ne? Ist irre. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail
unter podcast@stpaulinu.de. Ich freue mich auf euer Feedback und was ihr zum Thema Geld zu sagen habt. Das würde mich auch interessieren. PS, Notiz an mich selber, ein auch für mich sensibles Thema würde ich nochmal ansprechen, nämlich das Geldverdienen als Charity-Organisation. Also wie viel kommt da eigentlich so zusammen in der Gegend gerade, wenn da am Spieltag hunderte Becher für Viva Con Aqua gesammelt werden? Und muss das jedes Mal Viva Con Aqua sein? Haben wir nicht andere Hilfsorganisationen, Projekte etc. im Verein, die vielleicht auch mal Pfandbecheraktionen zugutegeführt werden sollten? Das sind auch so Diskussionen, die ich gerne mal führen würde. Vielleicht schnacke ich da mal mit Michael Fritz zu. Ihr hört schon und seht schon, ich in dem Moment, wo man dieses Geldwort anwirft, fallen einem ganz, ganz viele Themen ein. Zweites PPS, apropos Geld, es gibt natürlich immer noch einen Riesenbedarf im Fanladen, über Weihnachten 35.000 Euro, sagt man, oder kann man lesen, weil unter anderem in der Morgenpost, dass das weit über 10.000 Euro waren, habe ich mir jetzt auch woanders nochmal bestätigen lassen. Das heißt, da sind extrem viele Fangelder, die für Projekte da waren, vor allem gesammelt, auch in dem Hintergrund, dass man sich wegen des Polizeieinsatzes in Bielefeld durchaus nochmal wehren muss und Solidarität zeigen muss. Das heißt also, es gibt viel zu tun und es gibt viel zu wenig Geld. Ich habe spontan damals ja ein Soli-T-Shirt aufgelegt. Das könntet ihr zwar noch kaufen, ich würde das Geld auch noch überweisen, was ich damit verdiene, aber würde diese Aktion von mir aus eigentlich gerne beenden, weil im Grunde genommen bleibt viel zu wenig backen für den Fanladen, weil ich den Sheet ja noch versteuern muss. Der Fanladen ist zwar nicht der allerschnellste, wenn es um seine eigenen Soli-Aktionen geht, aber er hat ein eigenes Soli-T-Shirt aufgelegt. Das heißt also von mir aus die Bitte und der Aufruf, wenn ihr nicht einfach so Geld spenden wollt, dann kauft euch für, ich glaube, sogar nur 10 Euro das Soli-T-Shirt im Fanladen. Informationen findet ihr auf der Facebook-Gruppe oder unter fanladen-stpauli.de. So, und das soll es mit dem PPS auch gewesen sein. Für euch noch einen schönen Abend. Macht euch geruhsam, wo immer ihr euch auch aufhaltet. Ab Dienstag geht es ja wieder los in Darmstadt. Und in dem Sinne singe ich ein bisschen das ganze Stadion. Das ganze Stadion.